Anzeige ist raus! Herr Lauterbach, Herr Spahn, herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe heute Strafanzeige erstattet gegen unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und unseren ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Warum, erkläre ich dir in diesem Video. Ich gebe dir sogar den Text, damit du diese Anzeige auch selbst stellen kannst. Es geht natürlich um die RKI-Files, die entschwärzt veröffentlicht worden sind, und das ganze Ausmaß ist noch viel schlimmer, als wir das angenommen haben. Sie haben uns vorsätzlich belogen, betrogen und Gefahren ausgesetzt. Wir denken da nur einmal an das vorsätzliche Boostern von Kindern entgegen jeder Grundlage und Empfehlung. Jeder, der dagegen aufbegehrt hat, der hat sich in einem medialen Shitstorm wiedergefunden. Der Einzige, der etwas aufrecht stand, war Herr Streeck, aber auch nicht lange. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen entschuldigen, die von irgendwelchen Einschränkungen und Maßnahmen getroffen wurden. Auch ich war damals nicht auf der Seite der schärfsten Kritiker, sondern eher auf der Seite der Befürworter der Maßnahmen. Vor allem zu Beginn, da mir diese Grundlagenstudie des Bundestages bekannt war, wie die Gefahren sein könnten, wenn es denn gefährlich wäre. Ab einem gewissen Zeitpunkt, es kam noch dazu, dass mein erstes Kind unterwegs war zu diesem Zeitpunkt und man natürlich nur das Beste für sich selbst wollte. Es gab damals die Zeit, wo es ungewiss war, ob man in den Kreissaal als Vater kommt oder nicht. Das hat meine Gedanken geleitet und die Regierung, sie hat vor allem uns alle ausgenutzt, angelogen und betrogen. Und nochmal, ich sage Entschuldigung an alle, denen ich damals zu nahe getreten bin. So viel gehört dazu, dass wenn man sich damals weit aus dem Fenster gelehnt hat, wobei ich war nicht in der Öffentlichkeit, von daher, es waren nur wenige Leute, denen ich ans Herz gelegt habe, sich doch besser impfen zu lassen. Ich bin auch zweimal geimpft, nicht geboostert und werde mich auch in Zukunft dagegen nicht mehr impfen lassen. Die einen sagen, ich bin reingefallen in die Impflüge. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich war die Zutrittsberechtigung zum Kreissaal für die Geburt meines Kindes essentiell. Ja, alleine dafür hätte ich das getan. Aber das ist die falsche Diskussion hier. Es geht um die Strafanzeige, die ich erstattet habe. Ich kann sie euch hier nebendran einblenden. Das ist der Übermittlungsbeleg der Online-Wache der Polizei Berlin. Ihr könnt das überall machen. Und zwar geht es um den Verdacht der Wählertäuschung nach § 108 Strafgesetzbuch. Ja, so etwas gibt es in diesem Land. Die wenigsten haben davon gehört. Es ist ein Paragraph, der... Ich kann es euch kurz zeigen. Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch Missbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses oder sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt oder hindert zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren verurteilt. Und der Versuch, er ist strafbar. Und wisst ihr, warum ich das besonders gemacht habe nach 108 StGB? Allerdings gibt es noch 108c, die Nebenfolgen. Sollte Herr Spahn oder Herr Lauterbach tatsächlich dafür verurteilt werden, und wenn es nur 90 Tagessätze Geldstrafe sind, das wäre ja die kleinste relevante Verurteilung, dann kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkannt werden. Das heißt, sie könnten ihre Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag verlieren. Und deswegen, weil das so viel Spaß macht, habe ich diese Anzeige hier wirklich heute einfach abgeschickt. Was soll schon groß passieren? Ich bin ein armer kleiner Bürger mit einem kleinen YouTube-Kanal sozusagen. Sie können mir ja versuchen, ans Bein zu pinkeln, aber ich erkläre euch den Inhalt dieser Anzeige. Ich beleidige niemanden, ich schiebe niemanden etwas in die Schuhe, sondern ich bitte um die Hilfe der Strafermittlungsbehörden, weil meine juristischen Kenntnisse hier an ihre Grenzen stoßen. Zum Hintergrund gibt es zu sagen, Herr Lauterbach hat am 23. September 2021 in der Woche der Bundestagswahl in einem Interview bei NTV eine Verschärfung der Regeln für Ungeimpfte in Aussicht gestellt und prognostiziert, dass diese nach der Bundestagswahl eingeführt werden. Er argumentierte, dass eine solche Maßnahme medizinisch notwendig und gerecht sei. Wir wissen seit den RKI-Files, seit den Ungeschwärzten, dass überhaupt nichts gerechtfertigt war, absolut gar nichts war am Ende mehr gerechtfertigt. Herr Spahn hat es aber auch über die Spitze getrieben. Es gibt eine Seite im Internet, die ist heute noch verfügbar, die Chronik des Coronavirus in Deutschland.
Dort heißt es am 22. September, also einen Tag vor Herrn Lauterbachs Aussage, ebenfalls in der Woche der Bundestagswahl, dass jetzt der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, Ungeimpften ab dem 1. November 2021 keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne mehr gewährt. Er betonte, dass dies eine Frage der Fairness sei und Vertrauensstärke. Durch die im Juli jetzt bekannt gewordenen RKI-Files, die vollständig entschwärzt und veröffentlicht waren, geht daraus hervor, dass das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften aus fachlicher Sicht absolut erstunken und erlogen war. Nach den Protokollen des Robert-Koch-Institutes war der Anteil der Ungeimpften am Pandemiegeschehen nicht so dominant wie öffentlich dargestellt. Trotzdem wurde diese Darstellung beibehalten und von der Politik, insbesondere von Herrn Lauterbach und Herrn Spahn, öffentlich propagiert. Und jeder, der dagegen argumentiert hat, wurde als Gefahr für die Gesellschaft hingestellt. Überlegt euch, was sie alles uns angetan haben in dieser Zeit. Und da sage ich nochmal Entschuldigung, ich war auch nicht ganz auf der richtigen Seite der Geschichte, müsste man so sagen. Ich bin da nicht wie Frau Faeser und behaupte, ich stand immer auf der richtigen Seite. Man macht auch Fehler im Leben, ist kein Problem. Wir kommen jetzt hier nochmal zurück zur Anzeige. Nämlich die Wählerinnen und Wähler wurden über die Aussagen von unserem ehemaligen Gesundheitsminister und dem aktuellen Gesundheitsminister möglicherweise bewusst über die Notwendigkeit und die wissenschaftliche Grundlage der 2G-Regelungen und der wirtschaftlichen Benachteiligung Ungeimpfter getäuscht. Die Robert-Koch-Institutsprotokolle legen nahe, dass die wissenschaftlichen Berater der Regierung bereits im November 2021 darauf hingewiesen haben, dass das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften nicht korrekt ist, was aber nicht in die öffentliche Kommunikation aufgenommen wurde. Staatlich verordnete Fake News auf Anraten der Regierung, was anderes ist es nicht. Sie haben es nicht nur in die öffentliche Kommunikation nicht mit aufgenommen, sondern sie haben jeden zum Lügner erklärt, der davon abgewichen ist. Und das haben sie medial mit großem, großem Druck gemacht. Ich beantrage deswegen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Jens Spahn und Karl Lauterbach wegen des Verdachts der Wählertäuschung. Zudem bitte ich darum, alle relevanten Beweismittel zu sichern und die genannten Zeugen zu vernehmen. Die genannten Zeugen sind die Mitarbeiter des RKI, die Mitglieder des Corona-Expertenrates sowie die Journalisten, die die RKI-Files veröffentlicht haben. Als Quellen habe ich dann natürlich die ganzen Zitate hinterhergeschickt und eine Bestätigung über den Eingang dieser Anzeige erhalten. Und ich bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ich vermute nämlich nicht viel. Spannend ist, was jetzt am Ende dabei herauskommt. Die beiden stehen unter Immunität ihres Abgeordnetenmandates. Dazu müsste das der Bundestag dann aufheben. Ob es dazu kommt, bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wenn hier ein Anwalt zuschaut, der sagt, ich muss das besser formulieren, anders formulieren, gerne eine E-Mail schreiben. Dann machen wir halt noch eine zweite Anzeige. Die Frage ist ja, wird es eingestellt, wird ermittelt, bekomme ich überhaupt eine Rückantwort? Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Weil heute so ein schöner Tag war mit der Razzia am frühen Morgen bei den Islamisten in diesem Land, habe ich den Tag zum Anlass genommen und heute diese Strafanzeige gestellt. Sie sollen nicht denken, es ist Sommerpause und wir liegen alle faul am Strand. Manche Leute sind auch noch hier und machen mal etwas selbst. Ich wurde letztens mal dafür angegiftet, dass ich hier eine Anzeige nur angeraten habe und selbst keine getan habe. Ich gehe jetzt voraus, ich habe sie angezeigt. Ihr könnt mir folgen, ihr findet den Text für diese Strafanzeige unter diesem Video und dann könnt ihr ja ganz einfach das bei eurer zuständigen Online-Wache einreichen und mal sehen, wenn es 100 Leute machen, was die Gerichte dann am Ende sagen, ob man dann doch den Anfangsverdacht hat und sagt, legen wir mal die Immunität nieder, wir wollen noch mal genauer schauen. Wäre schön, wäre spannend, wäre vor allem interessant, dass wir da mal etwas angeschoben hätten. Ich bin gespannt, ob du mir folgst oder ob du sagst, völliger Schwachsinn, du juristischer Laie, lass es bleiben. Ja, ich bin juristischer Laie und deswegen gebe ich es ja ab an die Ermittlungsbehörden, denn ich bin hier am Ende meines Lateins. Ich weiß nur, das Lügen an sich ist nicht strafbar für diese Politiker, das ist schlimm genug. Wenn sie aber versuchen, Wähler zu nötigen und zu täuschen und zum Beispiel so aussagen, dass man vor der Wahl sagt, naja, also 2G kommt sowieso, ist ja immer die Frage, nötigt er damit Wähler nicht die SPD zu wählen oder nötigt er damit die Wähler dann doch die SPD zu wählen?
Kommt vermutlich auf den Impfstatus drauf an, wie man diese Frage beantworten müsste. Ansonsten sage ich, abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Update mehr zu diesem Thema und auch zu keinem der anderen. Ich habe noch ein paar Videos, die werden dich begeistern, deswegen bleib dran, es bleibt spannend. Oder schau mal auf X und Telegram vorbei für die unzensierten Bilder, die YouTube dir nicht zeigen möchte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich sage ciao, bis bald.